Hey, hat nach dem Hexenprozess noch jemand Bock auf Moralverkehr? Alena, ist Andran? Ein Staudamm als Waffe. Wassermarsch, ja. Und wer hat's gemacht? Die Katastrophe am Kachowka? Dum, dum. Dum, dum. Ah. Verdächtig, was wusste der eigentlich schon vorher? Andere schwören Marmor, Stein, Eisen und Bein? Die Hinweise mehren sich doch, dass es natürlich, wie man sich hätte denken können, aber es war nicht ganz klar am Anfang, jetzt ist es immer klarer, Russland war und Russland dahinter steckt. Ja, Bild TV, haut einfach mal einen raus, recherchefrei, Spaß dabei, längs ihrem großen US-Vorbild Tucker Carlson. Kennen Sie hier, Carlson vom Dachschaden. Nur, der ist auch schon wieder einen Dreh weiter. Jede vernünftige Person muss annehmen, die Ukrainer haben den Damm gesprengt, wie sie auch Nord Stream sprengten. Tja, jetzt machen wir es wie beim Eiskunstlauf. Bestes, schlechtestes Ergebnis werden gestrichen, bleibt der Rest in der Mitte und der heißt Olle Scholle an einem Fisch bei RTL. Und jetzt ist es passiert. Das ist natürlich nach allem, was man annehmen kann, eine Aggression der russischen Seite. Auch der Kanzler hütet sich vor voreiligen Urteilen, es sei denn, es trifft die Richtigen. Das kennen wir. Tucker hat es ja eben schon zusammengetackert von Nord Stream. Und da halte ich schon für naheliegend, dass Russland es gewesen sein könnte. Unser Roderich kiesewettert hier einmal mehr im September vorigen Jahres direkt nach den Anschlägen auf Nord Stream. Hat er jetzt Pech, wenn er diese Woche die Washington Post liest? Die Amerikaner hatten Geheimdienstinformationen detaillierter ukrainischer Pläne, Nord Stream anzugreifen. Ja, die Post enthüllt, dass ein europäischer Geheimdienst die CIA eingeweiht habe in die Planung eines ukrainischen Anschlags. Von heute aus betrachtet seien die Planung und das Ergebnis frappierend ähnlich. Das hat ja inzwischen die Bundesanwaltschaft ermittelt. Der Geheimdienstbericht vor dem Anschlag liest sich wie ein Drehbuch, das die Behörden nach dem Anschlag ermittelt haben. Und zwar so. 6 Ukrainer mit falschen Identitäten mieten ein Boot, tauchen in die Ostsee, bringen Sprengstoff an und benutzen dabei zum Atmen Helium. Wenn es also so war, dann wussten es die Amis und ein europäischer Nachrichtendienst 3 Monate vorher. Ja, nur natürlich nicht unser Roderich Kiesewetter, woher auch? Jetzt lassen wir erstmal dahingestellt sein, warum ein europäischer Dienst seine Infos erst nach Amerika schickt, bevor die Amis sie dann wieder uns zurück nach Europa schicken. Und nennen wir das einfach ein Bündnis auf Augenhöhe, Partners in Leadership und so. Also, wir lesen einfach weiter in der Washington Post. Die CIA informierte den deutschen Geheimdienst und der briefte die Abgeordneten in Berlin Ende Juni in einer geheimen Sitzung kurz vor der Sommerpause des Parlaments. Also wieder knapp 3 Monate vor den Anschlägen. Und wer sitzt in diesem parlamentarischen Kontrollgremium, das in geheimer Sitzung Berichte der Dienste empfängt? Und jetzt wollen wir es für dich, Kiesi, hey! Nicht zu spannend machen. Stellvertretender Vorsitzender des PKG, Roderich Kiesewetter, CDU. Da saß dabei, als die Amis von einem ukrainischen Anschlag sprachen und warnten. Selbstverständlich sind wir informiert und deshalb darf ich nicht berichten aus dem Geheimgremium unseres Parlaments. Der stillgelegte Berufsoffizier darf über den Verdacht gegen die Ukraine natürlich nicht berichten. Um im gleichen Interview nachzulegen: Wer profitiert denn von dem Anschlag? Natürlich Russland. Das ist mit bloßem Auge von einer Lüge kaum zu unterscheiden. Und das gilt auch ähnlich für die PKG-Mitglieder Konstantin Kuhle, FDP. Es gibt Angriffe Russlands gegen europäische und deutsche Infrastruktur. Und seinen liberalen Buddy Alexander Graf Lambsdorff, der schon immer gegen Nord Stream war. Er wird jetzt übrigens deutscher Botschafter in Moskau. Ja, das ist nicht so schlimm, die Russen glauben da jeden Scheiß. Schlimme Nachrichten für unsere Demokratie diese Woche. Eine kleine und radikale Partei schwebt in einem plötzlichen Umfrage hoch. Entschuldigung. Also eine kleine und so weiter, 18%. Nee, auch falsch, De Mortibus Nihil Nisi. Also zum dritten Mal hier kleine radikale Dingsbums, tralala, die AfD. Jo. Liegt in einer Forsa-Umfrage bei 18% und keiner will sich so richtig freuen, außer der AfD natürlich. Wenn schon nicht über ihre geilen Umfragewerte, dann aber bestimmt über die boshafte Welle in den Medien.
Die Partei, die wie keine andere davon lebt, von den anderen nicht gemocht zu werden, wird angesichts ihres Erfolges von den anderen ganz besonders nicht gemocht, damit der Erfolg noch länger anhält. Nicht nur Journalisten und Journalistinnen lassen ihre Wut über die Rechtsextremen raus, auch privat fragt Frau Lindner mal so ihren Mann. Warum profitiert gerade die AfD, die ja inhaltlich wenig konkrete Vorschläge macht, eigentlich nur durch Kritik auffällt, hat da die bürgerliche Mitte versagt? Ja, private Versagensängste. Nur seltsam, dass es auch im Fernsehen übertragen wird. Wenn es da draußen Wählerinnen und Wähler gibt, die einfach nur wissen wollen, mit welcher Partei sie den anderen am besten auf den Sack gehen können, haben das viele Medien diese Woche noch mal ganz klar gemacht. Eine Band, die einen alten Nazi-Film exhumiert. Die bei Ann Clark klaut. Echt nachdenklich macht, indem sie wahrscheinlich als erste Menschen überhaupt an die NS-Zeit erinnern. Mein Herz in Flammen will dich lieben. Zwischendurch einen Ballermann-Schlager durchschmuggeln. Dicke Titten. Die wollen wir nicht vorverurteilen. Rote Farbe, wie die Trikots von Manchester United, wie die Labour Party und wie die Haare, macht zusammen 63. So, Jungs, Aftershow.